18.30 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evolve. Und wir sind Geist. Und ich würde sagen, wir melden unseren Team, unseren Gegner-Team mal kurz, dass sie platt machen werden. You're all gonna die. Ich weiß nicht, ob sie das gehört haben. Das ist ja ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob man mit den anderen kommunizieren kann, wenn man Monster ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, musste jetzt sein. Wir sind Geist. Alter, wie dunkel das hier ist. Weil ich habe jetzt mit Behemoth gewonnen, jetzt spiele ich nie wieder Behemoth. Nee, Quatsch. Aber jetzt mal wieder Geist. Geist spiele ich halt am liebsten. Weil der schnell ist, weil er viel Damage macht. Er hält sau wenig aus, aber ich mag dem seine Spielweise. Und die Ruckler hier, die mag ich aber gar nicht. Oh, ein Leichenfeld. Boah, es gab so... wie heißt denn, wie das Buch heißt? Ich glaube, es heißt Orks oder so. Dass ich hier rum... dass ich mal mit... ja, mit in meinen jungen Jahren gelesen habe, das war damals voll in diese Buchreihe mit. Es ging, gab Orks, Elfen und ach, alles Mögliche. Und ich komme gerade drauf, weil in diesem Buch der Anfang ist irgendwie. Man kann den Boden vor lauter Leichen nicht mehr sehen. Ich glaube, das war der erste Satz. Der ist so geil, der Satz. Wenn du den liest, dann denkst du schon, Alter, geilstes Buch ever. Und das war auch tatsächlich ziemlich geil. Es gab einige coole Szenen, war sehr brutal. Ich glaube, es heißt Orks, wirklich nur Orks. Da gibt es ja eine ganze Buchreihe von Zwerge und so. Es gibt da ganz viel von. Alter, wie schwarz ist denn das Bild? Ich erkenne ja kaum irgendwas. Das ist ja krass. Ich erkenne hier wirklich kaum irgendwas. Das ist so schwarz hier alles. What the fuck? Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Deswegen hauen wir mal kurz hier unser Duplikat raus. Macht mal für uns die Drecksarbeit. Ein bisschen mehr Schaden, mein Freund. Und ah, komm. Jawohl. Ja, Evolve. Folge 74. Ist das richtig? Ich glaube schon. Boah, wie viele es sind. Ich weiß nicht, wie viele wir noch machen werden. Keine Ahnung. Ich glaube aber tatsächlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass mit Witcher 3... Alter, was war das gerade? Witcher 3 so vielleicht das Ende sein könnte. Ich glaube, dann sind wir bei Folge 100 ungefähr. Und das wäre doch ein ganz gutes Ding. Und dann würde ich natürlich... Also ich weiß nicht, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr... damit leben könnt. Alter, dieser Ruckler manchmal, was ist da los? Aber, naja, ich freue mich halt mega auf Witcher und ich glaube halt, dass wir von Evolve wirklich jede Facette gezeigt haben. Und ich glaube halt auch, dass der Content so langsam ausgelutscht ist und dass wir einfach warten sollten bis zum nächsten freigeschalteten DLC. Und, naja. Wäre zu meinem Plan einfach, dass man halt jetzt pausiert bis zum nächsten DLC und dann wieder so 20 Folgen aufnimmt oder so und dann halt, naja, ich finde 100 Folgen, Alter, das ist so viel, vor allem für so ein Singleplayer-Ding, wo ich nur mit mir selber rede, das ist schon witzig. Na, eigentlich Multiplayer, aber ich rede ja, ich spiele es ja praktisch alleine. Ich habe keine Freunde. Von Jägern übrigens noch keine Spur, ne? Abgefahren. Oh ja, und es wird sowieso ein anderes Let's Play noch geben, das den Computerspielpreis gewonnen hat. Bestes internationales Spiel. Da freue ich mich schon drauf. Wollte ich schon ewig Let's Playen. Aber ich bin nie dazu gekommen, weil irgendwie immer was dazwischen kam. Ich weiß gar nicht was, aber es gab immer irgendwas, was genervt hat. Und auf das Let's Play freue ich mich mega. Es ist nichts mit Action. Es ist sehr dramatisch. Und ah, da sind sie ja. Und sehr... ja, es sieht einfach richtig geil aus. Also ich freue mich da mega drauf. Aber ich werde jetzt nicht mehr viel zu sagen. Könnt ihr mal recherchieren, wer internationalen deutschen Computerspielpreis gewonnen hat, dann wisst ihr das. Aber ja, ist ein außergewöhnliches Spiel. Aber soll ein sehr, sehr gutes Spiel sein. Und da, ich weiß nicht, ich habe da echt auf dieses Setting, habe ich richtig Bock. All diese Blitze. Von Drohne entdeckt. Ja, wie lange hält denn das an, bitte? Ah, die verfolgen mich, aber ich bin Geist und ich bin schnell. Schnell wie der Wind. Bleib mal stehen hier. Zack. Also wir sind schon fast Phase 3. Das läuft hier gerade wie am Schnürchen. Ich habe erweiterten Geruchssinn übrigens als Perk. Was sehr, sehr geil ist, weil ich halt dann ewig weit sehen kann. Und wenn in dem Bereich kein Jäger ist, dann kann man eigentlich echt... dann kann man sicher sein, dass man sie abgeschüttelt hat. Ist gleich 75% weiterer Radius. Was snackt ihr den mal? Da vorne ist viel zu essen. Ich sehe die halt wirklich. Ich weiß nicht, wer da bei den Trapper ist, aber der Trapper. Ah, da.
Oh. Hab ich nämlich gesehen, oder ist ein bisschen weit weg. Werden auch noch angegriffen, kämpfen da mit irgendeinem so Viech. Haha, geil. Jetzt haben sie mich gesehen. Ja, gut. Wir sind sowieso fast Phase 3. Es wird eine mega kurze Runde. Einer von denen ist sogar tot. Holy shit. So, machen wir den hier. Ein Monster noch, dann sind wir Phase 3. Alter, so schnell habe ich das ja schon lange nicht mehr geschafft. Heftig. Schlechtes Zeichen für die Jäger. So, komm. Oh, da ist sogar ein Buff. Alter, geil. Alter. Alle Äffchen. Oh, Panzerung. Ey, das ist... Es läuft. Es läuft. Jetzt nur noch hier verstecken. Ich schau mal kurz auf die Map. Da links in den Ruinen. Stell ich mir ganz cool vor. Ich hoffe, ich komme dahin, ohne entdeckt zu werden. Kraxel, Kraxel. Wunderbar. Dann gehe ich da oben mal rein und werde mal versuchen zu evolven. Phase 3. Oh yeah. Geiler Shit. Einfach mal hier irgendwo in die Ecke. Hier. Hier ist gut. Gute Deckung. Falls wir kämpfen wollen, auch in Ordnung. Passt. Perfekt. So. Supernova, würde ich sagen. Volle Pulle, weil wir gehen jetzt in Endfight. Da brauchen wir was, das richtig Damage macht. Und Supernova ist ziemlich das Geilste beim Geist. Okay. Und die Panzerung, ihr seht, hier oben regeneriert sich von alleine ziemlich zügig. Und jetzt gehen wir einfach mal in Richtung Stromlinie, würde ich sagen. Ich hole mir jetzt eine Rüstung und dann geht's abwürg, oder? Würde ich mal so behaupten. Komm. Go, go, go. Bisschen schneller. Wir wollen nicht, dass die sich da gemütlich verschanzen können. Zack. Boah, boah, ich hätte echt am liebsten noch einen Ausdauer-Erweiterungs-Perk, weil, ey. Ha, dauert immer. Ah, die haben sich schon in Position gebracht. Ihr seht's da hinten, ne? Da sind sie alle. Die Schisser. So, jetzt wird's wieder tricky. Das ist das Schwierigste, finde ich, wenn man Geist spielt. Am Ende taktisch und zum richtigen Zeitpunkt anzugreifen. Das mache ich eigentlich am liebsten mit meinem... Oh, das ist eine gute Stelle zum Kämpfen, weil es hier in so einem engen Bereich ist. Ich mache das am liebsten mit meinem Freund hier. Mit dem hier. Weil der so viel Damage macht. Ihr seht's ja. Zack. Alter, dieser Ruckler. So, und da. Medic, ich mag dich nicht. Bitte sterb einfach mal richtig schnell. Sterb einfach. Sterb einfach. Stirb. 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 Gut Job. Und duplizieren. Alter, so nicht. So nicht, Medic. Du bleibst down. Alter, ich kill die jetzt alle. Last Survivor. Ghost, du bist der letzte Überlebende. Alter, diese Ruckler, ne? Ah, er hat ein Schild, ja, ja. Hast du ein Schild, der Mutter hat ein Schild. Komm, mein Sklave. Kämpfe für mich. Ey, ich will den letzten Hit machen. Nicht mein Sklave. Nice, nice. Das war ja, das ging ja wirklich wie am Schnürchen. Perfekt. Perfekt. Sehr gut. Der Geist ist doch nicht so scheiße nach dem Update. Der geht noch richtig klar. Wie sieht es eigentlich hier aus? Boah, da kommen wir auch nicht voran, ne? Das habe ich schon. Ich habe alles aus. Ich muss mehr Teleportationsexplosion machen. Naja, und das auch noch. Scheiße. Dann sehen wir uns morgen wieder um 18:30 Uhr. Ich bin raus. Dankeschön fürs Einschalten. Ciao.